Hallo und herzlich willkommen zu einer Nähanleitung von So Simple. Heute nähen wir zusammen eine Wide Leg Jeans. Die sind nicht nur super angesagt und lassen sich toll kombinieren, man kann sie auch ganz einfach selber nähen. Ich zeige dir in diesem Video, wie es geht. Das brauchst du, um die Hose zu nähen. Zweimal die hintere Tasche, zweimal die vordere Tasche gegengleich zugeschnitten, ein Gummiband. Die Länge steht auf dem Schnittbogen, Jeansgarn, einen Kantennähfuß, den erkennst du an dieser kleinen Kufe, den Zuschnitt für den Bund, so sieht er aus, die rückwärtige Hose, und die beiden Vorderteile der Hose. Als erstes zeige ich dir jetzt, wie ich die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff übertrage. Übrigens kannst du für diese Hose elastische, aber auch unelastische Stoffe nehmen. Wir starten damit, die hinteren Taschenpunkte auf die rechte Stoffseite der Hinterhosen zu übertragen. Stecke zwei Stecknadeln senkrecht in den Stoff und markiere die Stelle, an der die Nadeln den Stoffbruch durchstechen. Achte darauf, dass die Punkte bei beiden Hosenteilen in der gleichen Position sitzen. So sollte das jetzt aussehen. Jetzt brauchst du die beiden hinteren Taschenzuschnitte. Bügle die beiden seitlichen und die untere Stoffkante 1 cm nach innen um. Das klappt besonders gut, wenn du sie vorab mit der Overlock oder einem Faden etwas einkräuselst. Zum Einkräuseln mit der Overlock verwende ich das Differential auf Stufe 2. Dabei nähe ich bewusst langsam und drehe den Stoff ganz vorsichtig während des Nähens unter den Nähfuß. An den geraden Seiten stelle ich das Differential ein bisschen runter. So sollte das jetzt aussehen. Ich habe direkt die gerundeten Kanten der vorderen Taschen mit eingehalten. Anschließend kann ich die Nahtzugaben nach innen bügeln. So ein Bügellineal vereinfacht diese Arbeit übrigens ganz enorm. Bügle die seitlichen Kanten 1 cm nach innen um und bügle dann auch die obere Kante der hinteren Taschen an den Markierungen um. Wiederhole diesen Arbeitsschritt auch für die zweite Tasche. Und wenn ich jetzt schon mal dabei bin, bügle ich auch direkt die gerundeten Kanten der vorderen Taschen 1 cm zur linken Seite um. Damit haben wir dann die Taschen vorbereitet und es geht direkt an die Nähmaschine. Ich empfehle dir übrigens, dir wirklich Zeit beim Bügeln zu lassen und die Rundungen schön zu arbeiten, sodass keine Falten entstehen. Das Einhalten der seitlichen Kanten hilft dabei übrigens wirklich sehr. Wenn du jetzt Lust hast, kannst du auf den hinteren, vielleicht auch auf den vorderen Taschen noch ein paar Zierlinien anzeichnen und mit einem Zierstich oder einem Dreifachgeradstich aufsteppen. Falte die seitlichen Nahtzugaben der hinteren Taschen auf beiden Seiten über die obere. Anschließend wird die obere Kante der hinteren Taschen mit einem Geradstich abgesteppt.
Wenn du magst, kannst du die Nahtlinie vorher auch mit einem Stoffmarkierer anzeichnen. Jetzt steppe ich noch meine Zierlinien nach. Ich verwende dafür einen auffälligen Dreifach-Geradstich und einen Jeansgarn. Auf die Unterfadenspule habe ich hier übrigens keinen Jeansgarn gespult, sondern einen ganz normalen Allesnäherfaden in Stofffarbe. So sollte das jetzt aussehen. Steppe jetzt noch die obere Kante der vorderen Taschen ungefähr 7 mm von der Kante entfernt mit einem Geradstich ab. So sieht das dann aus. Und das sind die vorbereiteten Taschenteile. Stecke die vorbereiteten vorderen Taschen an den Markierungen an die Vorderhose. Fixiere die Taschen an der oberen kurzen Kante und an der seitlichen Kante mit einer Hilfsnaht. Dann kannst du sicher sein, dass die Tasche beim Nähen nicht verrutscht. Steppe die Taschen knappkantig, also ca. 2 mm von der umgebügelten Kante entfernt, auf die rechte Seite der Vorderhose. Hier mache ich erst meine Hilfsnähte, damit beim Absteppen nichts verrutscht. Anschließend steppe ich mit dem Kantennähfuß ab. Dann kann ich sicher sein, dass ich immer den gleichen Abstand einhalte. Ich verwende hier übrigens auch wieder einen Dreifach-Geradstich, um auffällige Nähte zu erzeugen. Wichtig ist übrigens, dass du den Oberstoff immer schön glättest, während du nähst. Stecke die vorbereiteten hinteren Taschen an die Markierungen der Hinterhose. Und auch hier verwende ich zum Aufsteppen wieder den Kantennähfuß. Dabei führe ich die kleine Kufe immer dicht am Stoffbruch entlang. So sollte das jetzt aussehen. Damit hast du Vorder- und Hinterhosen schon vorbereitet und du kannst sie an der Schrittnaht zusammennähen. Stecke die beiden Hosenteile der Vorderhose rechts auf rechts an der Schrittnaht bündig zusammen. Dasselbe mache ich jetzt auch mit den beiden vorbereiteten Teilen der Hinterhose. Damit die Nähte schön robust werden und nicht ausfransen, nähe ich die Kanten zunächst mit der Overlock ab und falte anschließend die Nahtzugaben zu einer Seite und steppe sie noch einmal von der rechten Seite ab. Wenn du magst, kannst du auch innen vor die Ovi-Naht noch eine Sicherungsnaht mit der Nähmaschine setzen. Dafür verwendest du am besten einen Geradstich in Stofffarbe. Ich verzichte allerdings hier auf diesen Arbeitsschritt, weil das anschließende Umfalten und Feststeppen der Nahtzugaben den Nähten genügend Stabilität verleiht. Auch zum Feststeppen der Nahtzugaben von der rechten Stoffseite aus verwende ich den Kantennähfuß. Während des Nähens prüfe ich mit dem Zeigefinger immer wieder, ob die Nahtzugabe auch wirklich zur Seite gefaltet ist. Ich nähe hier übrigens wieder mit einem Dreifach-Geradstich und mit einem auffälligen Jeansgarn. So sollte das jetzt aussehen. Und das Ganze mache ich natürlich sowohl mit Vorderhose als auch mit Hinterhose.
Der Vorteil dieses Absteppens ist, dass die Nähte wirklich schön glatt liegen und nicht auftragen. Stecke Vorder- und Hinterhose an der Innenbeinkante bündig rechts auf rechts aufeinander. Achte dabei darauf, dass die Schrittnähte genau aufeinandertreffen. So sollte das jetzt aussehen. Schließe die Innenbeinnaht genauso wie die Schrittnaht. Anschließend kannst du die Innenbeinnaht genauso wie die Schrittnaht auch absteppen. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Stecke jetzt Vorder- und Hinterhose an den Seitenkanten rechts auf rechts aufeinander. An der Hinterhose ist seitlich eine kleine Markierung. Dort soll die Kante der vorderen Tasche auftreffen. Schließe die Seitennähte mit der Overlock und einer vorgesetzten Stutznaht, damit die Nähte schön stabil sind. Die andere Seite wird natürlich genauso genäht. So sollte das jetzt aussehen. Jetzt habe ich erstmal mit der Overlock genäht und jetzt geht es nochmal an die Stutznaht. Und so sollte die fertige Naht dann von der linken Seite aussehen. Als nächstes bereiten wir den Hosenbund vor. Bügle eine der langen Kanten 1 cm nach links um. Falte anschließend die langen Kanten links aufeinander und bügle den Stoffbruch. Achte dabei darauf, dass du die erste Falte, die du eingebügelt hast, nicht wieder rausbügelst. Stecke die kurzen Kanten des Bundzuschnitts rechts auf rechts aufeinander. Nähe sie mit einem Geradstich ab. Du kannst die Stoffkanten auch einzeln mit der Ovi versäubern, wenn du magst. Wichtig ist aber, die Naht wird anschließend wieder ein kleines Stück aufgetrennt, damit wir das Gummiband einziehen können. So sollte das jetzt aussehen. Du kannst natürlich direkt eine kleine Lücke in der Naht lassen, wo du das Gummiband einziehst. Ich finde es einfacher so. Teile den Bund in 4 gleiche Strecken auf. Stecke dann die rechte Bundseite an die linke Seite der Taillenöffnung. Die hintere Markierung trifft auf die hintere Mitte, die vordere auf die vordere Mitte und die seitlichen Markierungen treffen auf die Seitennähte. So sollte das jetzt aussehen. Nähe den Bund rundherum mit einer Nahtzugabe von 1 cm an die Taillenöffnung. Ich verwende dafür die Freiarmfunktion meiner Nähmaschine. So sollte das jetzt aussehen. Öffne dann die innenliegende Naht, also die Naht, die nah an der Hose liegt, ein kleines Stück, damit du das Gummiband einziehen kannst. Wie gesagt, alternativ kannst du auch beim Zusammennähen der kurzen Kante eine kleine Öffnung im Bund freilassen. Jetzt wendest du die Hose auf rechts
und klappst den Bund so um, dass die erste Naht sauber verdeckt ist und steckst alles gut fest. So sollte das jetzt aussehen. Steppe den Bund rundherum knappkantig mit einem Geradstich ab. Ich verwende hier auch wieder mein Jeansgarn. So sollte das jetzt aussehen. Fädle eine Sicherheitsnadel in ein Ende des Gummibandes und ziehe es durch den Hosenbund ein. Achte beim Einziehen darauf, dass sich das Gummiband nicht verdreht. Wenn du magst, kannst du auch das zweite Ende des Bandes mit einer Stecknadel oder auch mit einer Sicherheitsnadel sichern, damit es nicht im Bund verschwindet. Bevor du das Gummiband zusammennähst, kannst du jetzt auch mal ausprobieren, ob es zu lang ist und gegebenenfalls noch mal ein bisschen kürzen. Lass dann die Enden je nach Passform, Bundweite und Dehnbarkeit des Gummibandes 2 bis 3 cm überlappen. Nähe die Enden mit ein paar Zickzacknähten zusammen. Lass dann das Gummiband im Bund verschwinden. Schließe das Loch im Bund mit einem Matratzenstich. Das Video dazu verlinke ich dir auch nochmal hier und auch in der Infobox. Gerade im hinteren Bereich der Hose stört so eine Zaubernaht sehr viel weniger als eine Naht mit der Nähmaschine. Wenn du magst, kannst du die obere Kante des Bundes auch noch mit einer Steppnaht absteppen. Oder du nähst eine gerade Naht im Nahtschatten der rückwärtigen Mitte, damit sich das Gummiband nicht verdreht. Am besten ziehst du jetzt mal die Hose an und überprüfst die Länge. Gegebenenfalls kannst du die Hose jetzt noch ein bisschen kürzen. Falte den Hosensaum 2 mal 1 cm zur linken Seite um und stecke ihn fest. Steppe den Hosensaum anschließend mit einem Geradstich rundherum fest. Und fertig ist deine stylische Wide-Leg-Jeans. Herzlichen Glückwunsch! Das Schnittmuster für die Hose und alle Infos packe ich dir auch nochmal in die Infobox unter dem Video. Du kannst die Hose übrigens auch wunderbar aus Cord, Baumwollstoffen, Tencel, Lyocell oder anderen Stoffen nähen. Schreib mir gerne mal einen Kommentar und erzähl mir, wie du mit dieser Anleitung klargekommen bist. Kannst mir, wenn du magst, auch ein Abo und ein Like da lassen. Darüber würde ich mich echt freuen. Wenn du mehr Tipps und Nähanleitungen möchtest, dann klick dich mal rüber auf meinen Blog. Da findest du jede Menge Anleitungen und Schnittmuster für Kleidung, Taschen und vieles mehr. Und wenn du schon mal da bist, trag dich auch unbedingt für meinen Newsletter ein. Der kommt 2-mal in der Woche und ist immer pickepacke voll mit Nähtipps, Aktionen, Anleitungen, News und Infos. Ich sag jetzt erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!